Herzlich willkommen bei nächsten Teil der astrologischen Reisen und heute geht es um den Archetypus Jungfrau. Und Jungfrau ist der Planet, der der Jungfrau zugeordnet ist, ist der Merkur. Und bei der Jungfrau geht es um wieder die Erde. Wir haben schon ein Erdzeichen gehabt, das war der Stier, wo es ja darum geht, um mein Revier, was ich habe, die Selbstsättigung. Und bei der Jungfrau geht es jetzt um die Selbstaussteuerung. Das bedeutet, wenn du dich zurückerinnerst an den Löwen, der ja vor der Jungfrau kommt, das ist ja die Lebensenergie, die Lebensfreude, das ist das Ich. Ich erscheine, ich erstrahle, ich bin in meiner Kraft. Und bei der Jungfrau geht es dann darum, die spürt schon ein bisschen, dass die Reise geht dann zur Waage weiter, dass es auch das Andere gibt, dass es auch das Außen gibt und dass ich da auch ein bisschen ein bisschen mich zurücknehmen sollte und schauen, was sind denn auch die Umstände. Jetzt ist die Jungfrau deshalb auch so eine gute Beobachterin, ist sehr realistisch auch im Vorplanen. Also die Jungfrau plant gerne vor, die hat gerne praktische Sachen, die hat gerne zum Beispiel auch einen Vorratskeller. Wir denken an die Erde, das heißt Einmachgläser, da wird nichts verschwendet. Wir bleiben da einfach realistisch, ohne in der Angst zu sein. Wir können auf dem, was da ist, wir können auf dem, was wir wahrnehmen können, in der Gegenwart auch ganz klar herleiten, weiterleiten, was brauchen wir vielleicht, wo sollten wir uns noch ein bisschen mehr zurücklegen, wo sollten wir ein bisschen praktischer sein. Und diesen Anteil aktivieren wir jetzt mit dieser Meditation. Wie gesagt, wir lernen vom Planeten her nochmal Merkur kennen, der ja auch im Zwilling ist mit Kommunikation, mit Nachdenken. Und jetzt geht es um dieses Realistische und auch um diese Selbstaussteuerung. Das heißt also, was halte ich zurück, was gebe ich aus? Und das erdet ein bisschen so dieses verschwenderische, lebensfrohe des Löwen. Also das bringt es auf ein realistischeres Niveau. Gut. Dann schließ mal deine Augen und atme mal tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus. Und erlaube dir mal vor deinem inneren Auge so eine Märchenwelt entstehen zu lassen. Und zwar ganz konkret das Märchen vom Aschenputtel. Also das Märchen vom Aschenputtel. Und wenn du dich erinnerst, dann musst du dir die Linsen sortieren, die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen. Und die Tauben haben dem Aschenputtel geholfen. Und jetzt stell dir das mal vor, dass deine ganze Lebensenergie, alle Aspekte, die dein Leben betreffen, vor dir sind wie diese ausgeschütteten Linsen. Das sind lauter Anteile. Und manche Anteile sind vielleicht alt, sind verschrumpelt, sind nicht mehr so gut für dich, halten dich zurück. Waren vielleicht mal notwendig und sind jetzt eine Blockade geworden. Und andere Anteile sind frisch und nähren dich und erzeugen mehr Energie. Und du siehst dich jetzt in der Mitte von unendlich vielen Anteilen. Also du gehst direkt bewusst in die Mitte deiner Lebensenergie und siehst dort rundherum diese unterschiedlichen Anteile. Stell dir mal vor, dass das wie Lichter sind. Manche Lichter, manche Anteile sind heller, andere sind vielleicht dunkler und andere siehst du vielleicht wie ausgebrannte Glühbirnen liegen. Aber du bist in der Mitte dieser energetischen Anteile. Und nun gehst du mal ganz nüchtern, ohne Sentimentalität, wie eine Buchhalterin,
wie ein Buchhalter vor und beginnst erst einmal die Teile auszusortieren, die eindeutig kaputt sind. Also wo sich nichts mehr rührt. Das sind einfach dunkle Flecken, verschrumpelte Flecken, ausgebrannte, durchgebrannte Glühbirnen, die du nicht mehr benötigst. Und wir nehmen jetzt mal symbolisch so diese Anteile zusammen in eine Kiste und betrachten das mal. Das sind vielleicht Erinnerungshülsen. Das sind vielleicht Freundschaften oder Beziehungen, die leer geworden sind, die man nicht mehr braucht, wo nur mehr die Erinnerung dran hängt. Also das, wo noch gebundene Energie ist, aber eigentlich ist die nur mehr an einen Schemen, an einen Schatten gebunden. Und diese alten Schatten, diese alten Hülsen gibst du jetzt weg. Die gibst du jetzt nach oben einfach ab und atmest mal tief ein und wieder aus. Und du spürst schon, dass es in deinem Umfeld, in deinem energetischen Raum ein bisschen heller geworden ist, ein bisschen leichter geworden ist. Und nun widmest du dich den Anteilen, die vielleicht ja, zu 30%, zu 50% verbraucht sind, wo vielleicht ein bisschen etwas schon beschlagen ist vom Glas her oder verschrumpelt ist, was so halb-halb ist. Da ist auf der einen Seite Leben drinnen und auf der anderen Seite ist da schon was Verbrauchtes. Und ganz nach dem Motto, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen, beginnst du nun, diese Anteile, die du dir zusammensuchst, zusammenzufügen zu einem großen Anteil. Und dieser große Anteil hat auf der einen Seite alte, verbrauchte, dunkle Energie und auf der anderen Seite eine helle Lebensenergie, die noch nutzbar ist, die noch gebraucht wird, die du noch verwerten kannst. Und nun trennst du mental das Helle, die Energie von dem Dunklen. Und du machst das wirklich, du kannst dir das wie mit einem Messer vorstellen, mit einem Schwert oder mit einer Energie, wo du das auseinandergibst, wo du sagst, das alte, verbrauchte geht jetzt mal in die eine Hand. Und die frische Energie oder die Energie, die noch fließt, ist in der anderen Hand. Und dort, wo du die alte verbrauchte Energie hast, die gibst du wieder nach oben ab. Und atmest mal tief ein und wieder aus. Und zurück bleibt noch die lebendige Energie. Und die erlaubst du, dass transformiert wird, sodass du sie wieder uneingeschränkt benutzen kannst. Und du schaust jetzt rundum in deinem Lebensraum und vielleicht spürst du schon mal, dass es wieder leichter geworden ist, klarer geworden ist und dass da Lebendigkeit drinnen ist. Und nun suchst du dir all jene Anteile, die dich mehr Energie kosten, als sie dir bringen. Also welche Anteile sind denn besonders verschwenderisch? Welche Lebenseinstellungen sind besonders energieraubend, kosten mehr, als sie dir bringen? Nicht nur finanziell, sondern auch von der Energie. Genau diese Anteile stellst du dir jetzt auf. Und das sind vielleicht Spaßanteile, das sind vielleicht Anteile, wo du sehr investiert bist in eine Person, wo du sehr verwickelt bist, vielleicht auch mit anderen. Das können zwischenmenschliche Sachen sein, das können aber auch Eigenschaften sein, die einfach mehr Energie fordern, als sie dir eigentlich nutzen. Und diese Energieräuberanteile, auch die trennen wir jetzt aus.
die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Wir trennen diese Energie und geben alles, wo wir zu viel Energie verschwenden. Also wir stecken Energie rein und es kostet uns eigentlich mehr, als wir reinstecken. Auch diese Anteile transformieren wir jetzt, geben wir nach oben ab. Und du atmest tief ein und wieder aus und spürst jetzt, dass du beginnst, deine Anteile, deine Energie immer klarer und besser bei dir zu halten. Und dadurch, dass du diese Energie mehr bei dir hältst, beginnst du auch klarer, stabiler und bewusster zu werden. Das heißt, all deine Anteile, deine reine Energie, deine reine Lebenskraft sammelt sich, erdet sich und gibt dir ganz viel innere Klarheit und auch das Talent wahrzunehmen und zu beobachten. Du spürst genau, was ist für mich wichtig? Was benötige ich? Was muss ich mir auf die Seite legen, dass es mir gut geht? Aber du beobachtest auch gleichzeitig, was sehen denn andere? Was denken denn andere? Und du spürst, dass du deine inneren Ressourcen mehr und mehr sortierst und ordnest, dass diese Lebensenergie mehr und mehr da ist. Und du erkennst jetzt in dieser Energie auch deinen Wert. Dass auch wenn du vielleicht eine Angestellte bist, Chefs hast, dass du wertvoll bist und wichtig bist, weil du deine Energie bei dir hältst, in dir fokussierst und ganz klar sammelst. Und diese Energie, diese Sammlung an Energie, bietet auch Erdung. Und aus dieser Energie raus, aus dieser geerdeten Energie, kommt auch immer mehr Klarheit. Und je klarer du wirst, umso klarer beobachtest du, kannst du Dinge einsortieren auf dieser Welt. Und du spürst, dass dort, wo du investierst, mehr Energie zurückkommt. Du investierst schlau. Du investierst bewusst deine Energie. Du investierst, dass du selber wächst dabei, ohne Energie zu verschwenden. Und mit dieser Einstellung spürst du auch, dass du Unterstützung der Erde hast, der Erdkraft. Und du spürst, dass du klar und aufrecht bist, unaufgeregt und nüchtern. Und du spürst eine tiefe Reife in dir. Und mit dieser Reife, mit dieser Vollendung spürst du jetzt, dass du eine Reise hinter dich gebracht hast. Vom Widder über den Stier, über den Zwilling, über den Krebs, über den Löwen bis hin zu diesem Zeichen. All diese Talente, all diese Energien, all diese Kräfte hast du in dir vereint und du gehst perfekt mit deiner Lebensenergie um, mit deinen Ressourcen um, mit deiner Intelligenz um, mit deinen Gefühlen um und auch mit deiner Lebenslust, Sexualität und Ausdrucksstärke. Und all das macht dich zu einer reifen, kompetenten Person, die unaufgeregt, aber klar kontrolliert ihr Leben bestreiten kann.
Und du weißt, du hast all diese Talente, all diese Energien jetzt in dir versammelt und bist dann in deiner Reife, in deiner Energie bereit, die weitere Reise durch den Tierkreis anzutreten. Aber mach dir jetzt nochmal diese Autorität bewusst, diese absolute Eigenverantwortung, diese Reife, diese Stabilität und auch diese positive Kontrolle des Lebens. Die positive Kontrolle deines Lebens und deiner Lebensenergie. Hier ist nichts unterdrückt. Hier ist nichts einfach nur gebunden oder verschwendet. Du bist absolut in deiner Mitte, deiner Kraft. Fühl jetzt nochmal nach und atme tief ein und wieder aus. Spür diese Klarheit, diese Erwachsenenenergie und komm dann genau in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Mach dir bewusst die Energien, die du gesammelt hast. Streck dich durch. Beweg dich und komm ganz ins Hier und Jetzt, diese Zeit, diesen Raum zurück. Und wenn du dich wieder gut wahrnehmen kannst, dann öffne deine Augen. Ja, wie ist es dir gegangen bei dieser Jungfrauenmeditation? Wie fühlst du dich? Wie gesagt, es geht um das Speichern von Energien, um das gut wirtschaften mit Energien, um einen Realitätssinn. Und du siehst, der gibt dir eine Kompetenz und eine Klarheit rein. Aber ich bin gespannt, wie gesagt, wie es dir geht. Schreib es mir gerne in die Kommentare. Lass mir bitte einen Daumen hoch da, abonniere meinen Kanal für weitere Reisen. Nächste Woche geht es ja weiter dann mit der Waage. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen aus dem wunderschönen Linz. Dein Oliver Jareni. Alles Gute. Tschüss.